Seid gegrüßt. Ich will ein Thema ansprechen, was mich schon jahrelang begleitet und ich glaube, viele von euch draußen auch die Probleme haben. Es geht natürlich um das Thema Adipositas. Ja. Fettleibigkeit in diesem Sinne. Wir wollen nicht übertreiben, ich bin zwar fett. Adipös bin ich auch schon, das kann man auch so sagen. Aber ich habe ein Projekt vor. Und das mit euch. Also für alle, die es nötig haben. Und für diejenigen, die es nicht nötig haben, könnt ihr trotzdem einiges sehen, was ich so durchmache, was passiert. Weil ich weiß jetzt nicht gerade, was ich wiege. Ich war mal bei 127,26, hatte so 14 Kilo verloren. Und dann kommt der klassische Pannewitz. Ich glaube, ich habe alles wieder drauf. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr gewogen. Jetzt dachte ich mir, weißt du was? Ich bin 29, ich werde 30. Es geht jetzt gar nicht mal so um das Fußballspielen. Es geht darum einfach, ja, ich esse ungesund. Ich rauche Shisha. Und ja, fett sein ist anstrengend, also wirklich anstrengend. Ja. Und jeder, der Übergewicht hat, kann das auf jeden Fall bestätigen. Und jeder, der sagt, das ist schön oder fühlt sich damit wohl, der hat eine andere Ansicht als ich. Ja, weil es ist wirklich brutal stressig, nervig. Und mein Projekt ist, ich möchte von meinem aktuellen Gewicht, was ich noch einblenden werde, wo ich mich noch wiegen werde, möchte ich runter. Ich möchte zwischen 95 und 90 Kilo wiegen. Das wäre erstmal ein optimales Gewicht für mich, wo ich schlank bin, gut aussehend, also noch besser als jetzt. Das ist mein Ziel und da will ich euch mitnehmen. Und ich will euch nicht nur mitnehmen, mich würde es sogar freuen, wenn viele von euch, die es auch nötig haben, mitmachen würden. Weil, wie gesagt, ich bin 30, ich rauche Shisha, ich rauche sehr viel Shisha sogar, ich esse ungesund. Wir wollen jetzt das zweite Kind planen und ich würde auch gern wollen, dass dann ja meine Kinder mich noch als Opa haben. Weil wenn ich so weitermache, dann, naja, nicht nur Diabetes, Herzinfarkt etc., was da auf mich wartet. Und darauf habe ich keine Lust, weil ich habe nur ein Leben und das möchte ich eigentlich so schön gestalten, wie es nur geht. Und aktuell, mein Leben ist wunderschön, also ich kann mich nicht beklagen, aber es geht nur um meine reine körperliche Form und die ist katastrophal. Und ich würde gern viele von euch mitziehen können. Ich will jede Woche einen Vlog machen, ja, wo man sieht, was ich gemacht habe, was ich ungefähr esse und ja, wie ich mich quäle, da durchzukommen. Ich denke mal, das wird ein Projekt sein, was ungefähr 6 bis 8 Monate dauert, wo ich rein theoretisch jede Woche ein Video posten oder rausbringen möchte, wo man sieht, was habe ich gemacht, ja, was habe ich an Gewicht verloren. Es ist ein großes Projekt. Es wird natürlich, du musst dran denken, du musst immer dein Handy mit haben, du musst das filmen, du musst das machen. Es wird viel Aufwand sein, du musst das Video schneiden, du musst das machen. Aber ich glaube, dieser ganze Aufwand würde sich lohnen, wenn halt schon wirklich, wenn ich nur ein paar von euch mitziehen kann und die auch einfach ihr. Es ist ein anderes Leben. Ich habe es ja schon mal durchgemacht, 36 Kilo mit Timmy verloren. Und alleine ist es schwer, zusammen ist es einfacher, das könnt ihr mir glauben. Und der ganze Aufwand würde sich lohnen, wenn wirklich ein paar Leute mitziehen, mir auf Insta ein paar Videos zeigen oder was auch immer, um Fotos zeigen, wie sie sich verbessern, was sie machen, was sie essen, was mir dann auch wieder gleich wieder Mut gibt. Und naja, ich sag mal so, ich bin auch nicht alleine. Ich weiß, ich habe Timmy immer bei mir an der Seite. Ich habe rein theoretisch auch noch Kevin Mick mit dabei, der mich unterstützen würde. Ich muss es nur annehmen. Und ich drücke mich vor diesem Video jetzt auch, habe ich mich bestimmt wieder 1 oder 2 Wochen gedrückt, ja. Aber jeder, der mitmachen möchte oder das mitmachen will, ja,
Ihr müsst wissen, es ist eine reine Kopfsache. Abnehmen ist eine reine Kopfsache. Kopfsache heißt, es ist Disziplin. Und mehr ist es nicht. Na, erfolgreiche Leute, kann ich euch sagen, die sind diszipliniert. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Wenn nicht, ist mir egal, ihr wisst, was ich meine. Es hat alles nur mit dem Kopf zu tun. Ja. So wie vieles andere auch im Leben. Deswegen, ich hoffe, es sind viele mit dabei und ich kann viele mitziehen. Und das Erste, was ich jetzt erstmal machen werde, als Konsequenz, nicht nur, dass ich hier schon meinen Shake habe, ich bin gerade was Ernährung angeht, sehr einfach angestrickt. Ich werde viel mit Shake machen, viel Pute, Gemüse, wenig Nudeln, also Leute, Nudeln gar nicht, ja, gar nicht, aber dazu dann in der Woche mehr. Aber wichtig jetzt erstmal ist, ich werde meine heiß geliebte, süße Shisha wegschmeißen. Einfach nur als Zeichen, dass, wenn ich eine hier hätte, ich weiß ganz genau, ich würde den ganzen Tag kämpfen, um keine Shisha da zu rauchen. Ja, und mein, also Leute, ich rede hier von 2 bis 3 Köpfen am Tag und ich würde gern 2 Köpfe in der Woche dann vielleicht noch höchstens rauchen am Wochenende für die Seele. Ja, das ist auch wichtig, dass die Seele und der Geist im Reinen sind. Deswegen kleine Belohnungen immer wichtig. Ja, ich melde mich dann gleich wieder, wie ich die Pfeife erstmal wegschmeiße. Oh Baby, Leute. Ja, für euch ist es vielleicht nicht so schwer. Für mich großer Schritt. Aber in die richtige Richtung. Ja. Hier ist die. Naja, ich gehe zurück. Nein, Spaß. Die hole ich auch nicht zurück. So, ich gehe zum Sport. Nie wieder Pfeife.